Guten Morgen, Traderinnen und Trader. Willkommen zum Live-Blick in die Märkte heute mit den Währungspaaren Euro-Australdollar, Australdollar, japanischer Yen und US-Dollar, schwedische Kronen. Heute sollte auch der zweite Stream über Zoom wieder funktionieren. Von der Seite her wäre es nett, einfach mal kurz einen Hinweis zu bekommen, ob der Zoom-Stream läuft. Gestern gab es irgendwelche Herausforderungen im Zoom. Wir bleiben da dran. Das sind noch kleine Kinderkrankheiten, die sind auch irgendwann gelöst und damit geht das Ganze dann noch. Ich weiß noch, als wir mit GoTo angefangen haben, da war das auch nicht einfach per Schnipp und alles lief hier easy peasy. Also, es gibt immer mal so ein paar Sachen, die man beachten muss. Das kriegen wir alles ohne weiteres auch irgendwann gebacken. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Und danke an dieser Stelle auch für die Geduld hier unserer Zuschauerinnen und Zuschauer in Zoom. Heute scheint auch Facebook zu funktionieren, aber irgendwie finde ich die, also ich bekomme die Kommentare nicht angezeigt. Also Leute, es tut mir echt leid, seit gestern bekomme ich in Facebook keine Kommentare in den Live-Videos angezeigt. Ich kann nicht auswählen, dass es angezeigt wird. Das heißt, ist schwierig. Das ist unschön. Gut, ich hoffe trotzdem, dass der Stream durchläuft. Gestern blieb noch ein Währungspaar offen, das war britisches Pfund, US-Dollar, das gebe ich heute gleich noch an. Wer mag, gestern wurde der Weg auch gewählt, einfach eine PN an mich schicken. Das heißt, ich habe ja auch viele Zuschauer hier, die mittlerweile auch auf meinem privaten Profil verlinkt sind. Gerne auch über den Weg hier als Krücke, als Workaround sozusagen den Weg wählen, um hier entsprechend den ein oder anderen Wunschmarkt mit reinzugeben. Das sehe ich, das kommt an, das kann ich mir dann anschauen. Gut, hätten wir das an dieser Stelle und nochmal einen schönen guten Morgen an alle, die hier live zuschauen. Und wir starten jetzt in das Webinar direkt rein. Wir sehen es im Hintergrund. Eine der Fragen, die wir uns heute stellen, ist, starten die Bullen im Euro-Australdollar jetzt die Rallye? Anzeichen dafür gibt es in der Tat. Das heißt, an dieser Stelle schauen wir da direkt auch gleich mit rein. Und worauf wir auch natürlich schauen, ist der Risikohinweis. Ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir und damit geht es hier in die Tagesnachrichten rein. Da gibt es heute nicht ganz so viel. Heute Nachmittag aus den USA den Auftragseingang für den Monat Juni und dann noch den API-Rohöl-Lagerbestand. Gestern allerdings, Leute, da gab es richtig gute Zahlen von den Einkaufsmanager-Indizes. Ich muss noch mal ganz kurz den Blick zurückwerfen. Wir hatten das Ganze ja bekommen aus Deutschland, der Eurozone und auch den USA. Allesamt haben überzeugt. Ja? Also Einkaufsmanager-Indizes fürs verarbeitende Gewerbe schön angestiegen, auch in den USA. Hier der ISM-Einkaufsmanager-Index. Ich muss noch mal hoch auf den Monitor schielen. Erwartet waren 53,6. Tatsächlich gewesen sind es 54,2. Also der Einkaufsmanager-Index wird immer, immer besser und das ist natürlich positiv für die US-Wirtschaft. Hier mit Blick auch auf den Monat Juli, also wirklich aktuelle Zahlen. Und das ist schon ein gutes Zeichen dafür, dass sich die Wirtschaft weiter erholt. Und das sehen wir dann natürlich auch an den Indizes, dass hier alles schön weiter auch am Ansteigen sind. Also Bulls are back, auch wenn das Ganze immer noch ein bisschen auf wackeligen Füßen steht und durchaus wieder scharfe Rücksätze bekommen kann. Trendiert der Markt Stück für Stück nach oben. Die Indizes der S&P 500 oder auch der Nasdaq, die haben gestern neue Allzeithochs markiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Nicht schlecht. Für einen Bullenmarkt, der so angekratzt ausschaute, als wenn er bald zusammenbrechen wird, das Ganze ist echt richtig gut zu sehen. Gut, hätten wir das und damit würde ich sagen, machen wir weiter hier mit dem Blick in die Handelsideen und zwar an dieser Stelle starten wir durch. Zuerst einmal mit etwas weiter hinten den Reihen, das heißt hier US-Dollar, schwedische Krone, musste ich einfach mit reinnehmen, hat mich so, ich sag mal, in den Fingern gejuckt, was hier passiert ist, weil wir hier möglicherweise entweder
einen guten Schub nach unten erwarten können, wenn der dynamische Abverkauf weitergeht oder einen ordentlichen Rückschnapper sehen. Und beide Sachen sind halt Chancen, die wir uns hier mit Blick auf diesen Chart auch mal mit anschauen sollten. Wie schon gesagt, das ist jetzt nichts, was man zwangsweise im 5-Minuten-Chart traden muss, aber es ist halt da. Das, was wir hier sehen, ist momentan ein Wochenchart. Warum gucke ich auf den Wochenchart? Weil der halt von sehr, sehr vielen, gerade institutionellen Investoren, auch mit angeschaut wird und da durchaus Chancen hier für einen guten mittelfristigen Trade auf die Ober- oder Unterseite kommen können. Warum? Schauen wir uns das Ganze in der Woche an. Wir sehen es hier. Der große, große, lange Schub ist aufwärts gerichtet. Ich raff das mal ganz kurz ein bisschen näher zusammen. Hier, seit dem Tief im Februar 2011 trendet der Markt in ganz, ganz großen Schwüngen nach oben. Das heißt, wir sind hier tatsächlich ordentlich auf der Oberseite unterwegs. Und wenn wir uns das Ganze mal in der Historie anschauen, wir hatten in diesen langen, langen Schüben auch immer mal wieder gute Korrekturen, die dann dazu geführt haben, dass wir an bestimmten Drehmarken Umkehrmuster auf der Woche bekommen haben, die dann lange nach oben gelaufen sind. Und jetzt stehen wir nämlich genau wieder in so einer Situation, dass wir im Bereich einer sehr, sehr interessanten Kaufzone möglicherweise eine Umkehr auf Wochenbasis bekommen. Und das kann dann schön zum Schub nach oben führen. Und wenn wir mal ein bisschen träumen und sagen, hey Guys, dieser Aufwärtstrend wird sich fortsetzen. Na, wo steigen wir denn dahin? Wenn der sich tatsächlich fortsetzt, steigen wir hier Richtung 10,48. Das ist ein Haufen Schotter, der da auf der Straße liegt. Warum soll man den nicht auflesen, wenn sich die Möglichkeit bietet? Deswegen schauen wir hier mal ganz kurz in die Woche rein. Und die Woche hat uns hier gezeigt, die letzte Woche hatte das Tief bei 8, knapp 64 hier. Und dann kamen direkt die Käufer wieder rein. Und die Long-Situation, die wir hier auf dieser Seite sehen, die Long-Situation ist dann interessant, wenn wir tatsächlich über das Vorwochenhoch steigen. Das ist die Marke von ungefähr 8,84,7, das Hoch hier. Dann hätten wir nämlich untergeordnet einen Aufwärtstrend. Und untergeordnet bedeutet beim Blick in die Woche, in den Tageschart rein. Und jetzt bleiben wir, bevor wir uns den Tag anschauen, nochmal eben hier an dieser Stelle beim Wochenchart und schauen, wo Ziele sind. Und gute Ziele sind erst einmal zu sehen hier, schaut mal, in der Trendfortsetzung um die 9,13. Dann hätten wir noch hier den Schwungbereich um die 9,30 und dann erst einmal das Zwischenhoch bei 9,48. Wenn es hoch geht, will der Markt aber nicht hoch. Wir sehen es, wir sind ja kurz über diesen wichtigen Kaufbereich hier rausgekommen nach oben hin. Sollten wir noch ein bisschen unten antesten. Es kann manchmal in solchen Umschwungphasen sein, wenn sie kommt, dass wir ein bisschen zögerlich sind und diesen tieferen Bereich doch noch antesten. Dann wäre auf der Unterseite bei Kursen unter dem Vorwochentief mal aufzupassen, was passiert hier bei 8,53. Wenn dort kein Kaufinteresse reinkommt, dann können wir die andere Seite bespielen, weil dann ist Luft nach unten im Wochenchart mal hier bis in den Kaufbereich bei 7,90 beziehungsweise im kleineren unten drunter hätten wir hier noch diesen Schwung, diesen Zacker hier unten drin um die 8,15. Das sind Marker auf der Unterseite. Aber wie schon gesagt, erstmal müssen wir abwarten. Das ist ein strategischer Swing Trade, den man sich jetzt auf die Watchlist legen sollte, weil man gut und gerne auch die Umkehr bekommen kann. Und deswegen schauen wir uns jetzt den Tageschart nochmal ab und wir sehen hier im Tageschart ganz klar, der ist natürlich abwärts gerichtet. Da gibt es überhaupt keine Diskussion, ja. Der ist nach unten gerichtet, wenn wir uns das Ganze mal machen. Ich raff's mal zusammen. Das war der Bewegungsarm nach oben und der trendet jetzt nach unten. Ganz klar ein Abwärtstrend, den wir hier haben. Und dieser Abwärtstrend muss erstmal gezogen werden. Aber wir sehen es halt hier, diese Marke, wo wir hier unten auf die 8 knapp 64 raufgelaufen sind, die hat schon genug Relevanz erfahren, dass sie möglicherweise hier zur Entstehung der Umkehrsituation beitragen kann. Ja? Und ein gutes Umkehrzeichen wäre, wenn ich jetzt den Tageschart nochmal kurz ranraffe, dass wir sozusagen einen Aufwärtstrend bilden, wie das aussehen kann. Ich zeige es mal ganz kurz hier im Bild entsprechend mit ein. Das kann folgendermaßen aussehen, noch haben wir ihn ja nicht, aber hier auf diese Art und Weise, dass wir jetzt sowas hier sehen und dann nach oben anfangen zu trenden. Das wäre eine gute erste Situation, dass wir nach oben laufen können, weil eins müssen wir definitiv auch beachten, dass dieser Abwärtstrend, der hier auf der Woche momentan, entschuldigt bitte, auf dem Tag momentan nach unten läuft, der ist natürlich entsprechend dazu da,
die Richtung auch vorzugeben. Und schaut mal, die Richtung ist momentan, hier sieht man immer noch die kleinen Schwünge. Ich zeichne jetzt mal nur das grobe Bild nach oben. Der ist ja momentan ganz klar so gerichtet, dass selbst wenn sich hier ein Aufwärtstrend ergibt, ja, wir erst einmal noch übergeordnet den Abwärtstrend am Laufen haben. Das heißt, mittelfristig müssen wir erstmal hier drüber, um diesen Abwärtstrend zu brechen und dann in Richtung der Woche auf das Hoch hier oben reinzulaufen. Aber die ersten Chancen ergeben sich halt hier unten, ne? Und das ist halt das Wichtige. Was hier auch passieren kann, ist, dass sich hier unten ein W bildet, so wie wir es drüben gesehen haben, und wir erst dann nach oben starten. Das wird die Zeit zeigen, aber die Verortung an dieser Stelle wäre hier mal ganz klar definitiv gut dazu geeignet, nach oben zu streben. Wenn es kommt, haben wir echt tolle Chancen. Nächstes Währungspaar hier an dieser Stelle, was wir heute besprechen, ist das Währungspaar Australdollar japanischer Yen. Blicken wir mal hier rein. Ich habe es im Blog eingestellt, im Tageschart. Ich muss im Blog manchmal die Charts ein bisschen suboptimal darstellen, weil wir gewisse Sachen sehen müssen, auf die ich hier im Webinar natürlich ganz anders eingehen kann. Im Blog bzw. in der Ausgabe von Tickmills tägliche Trading-Ideen, da habe ich halt nur ein Bild und auf dieses Bild müssen halt die wichtigen Faktoren drauf. Das heißt, diejenigen, die die Bilder auch immer schauen und danach in die Videos gucken, das ist jetzt nicht böse gemeint, dass das dort so ausschaut. Es muss halt einfach einiges drauf. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen hier, ganz kurz mit Blick auf Australdollar, japanischer Yen, da sehen wir halt hier oben, die 76,50 ist wichtig. Die Zwischenhochs hier sind nämlich schon darüber gelupft. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal im größeren Bild anschauen, der Markt läuft hier ganz klar noch von oben nach unten runter. Das ist hier im großen Bild. Ich skizziere auch das mal flott noch rein hier für diejenigen, die es nicht sauber sehen. Hier, das ist der Abwärtstrend, der hier am Laufen ist momentan. So, da haben wir da ganz grob skizziert hier an dieser Stelle. Und der läuft halt weiter runter. Und wir sind jetzt hier allerdings extrem weit hochgelaufen. Hier auch schön ein kleiner Aufwärtstrend. Auch da, was heißt klein? So klein ist der gar nicht, ne? Wenn man das mal betrachtet, wir sind ja unten gekommen vom Tief unter. Wo war man gewesen? Unter 60 japanischen Yen und stehen jetzt bei 76 im Hoch, bei knapp 77. Das ist schon interessant. Und was wir hier an dieser Stelle sehen, ist ein gutes Zeichen. Der Markt, der kontrahiert hier unter diesem Widerstandslevel bei 76,50. Rein aus der Erfahrung heraus kann es gut und gerne sein, dass wir hier zwei Kontraktionen jetzt haben und noch eine dritte kommt. Das heißt, dass man da so ein Wellenmuster unter dem Widerstand sieht. Aber was wir halt sehen ist, der Markt will zwar momentan noch nicht oben drüber, aber er ist zweimal hier über diesen Verkaufsbereich drüber gelupft. Und wir sehen hier auf der Unterseite ansteigende Tiefs. Und das ist ein wirklich sehr, sehr schönes, gutes Zeichen, dass der Markt nicht abverkauft, dass die unruhigen Hände Stück für Stück rausgehen und er sich sammelt, nach oben anzulaufen. Wichtig, der Bruch nach oben. Wir haben hier relativ nah noch einen Widerstand liegen bei 77,45, wenn auch hier oben Kauforders liegen, könnt ihr das so richtig schön Dynamik zur Oberseite bekommen und wir dann als nächstes hier oben in den Bereich um die 80 reinlaufen. Das wäre sehr, sehr interessant und ich spreche hier mit Absicht, mit Wahrscheinlichkeiten, weil ich ja nicht weiß, ob hier oben tatsächlich Absicherungsorders liegen oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch und wenn wir hier tatsächlich mit Schmackes rauskommen, dann haben wir richtig gute Chancen, dass der Markt tatsächlich auch dort oben diesen Flow nimmt und diese Orders einfach gerissen werden, die dort liegen. Wenn das durchschiebt und die Orders im System liegen, dann werden die einfach ausgeführt und das bringt dann Druck in den Markt. Und dann haben wir natürlich auch noch eins, dann haben wir hier die Fortsetzung vom Aufwärtstrend beziehungsweise die Bildung eines größeren Aufwärtstrends, den man dann da auch schön im Wochenchart sieht. Wenn man mal kurz in die Woche reingeht hier, da sieht man das ein bisschen besser, was ich damit meine. Schaut mal hier an dieser Stelle, da ist natürlich jetzt noch kein Aufwärtstrend zu sehen, ja, aber schaut es euch an, es wird einer. Guckt mal, das ist die erste Bewegung, das ist die zweite Bewegung und das würde dann die trendbildende. Das sehen wir dann auf Wochenbasis und das löst dann sozusagen diesen großen Abwärtstrend auf Wochenbasis auf und das bringt dann natürlich die Händler dazu, auch Positionen zu tauschen. Dann hat man diesen sogenannten, der Martin sagt dazu immer Crossover, das heißt, da wechselt der Markt sozusagen von einer Zeiteinheit auch in die andere, die Richtung. Und das sehen wir hier dann ganz klar, das ist dann der Richtungswechsel im
Wochenchart von Short auf Long und das zieht dann häufig auch ganz andere Käufergruppen noch mit in den Markt und wir haben zur Oberseite einiges an Potenzial und das ist der Charme, den wir hier an dieser Stelle sehen und wer sich das Ganze mal noch etwas näher anschauen will, schaut einfach mal rein hier in den 4-Stunden-Chart, da sehen wir auch dieses Kontraktionsmuster, schaut mal hier, die erste Kontraktion, dann nach oben rangelaufen, die zweite Kontraktion und alles schön unter diesem Widerstandslevel. Und wie schon gesagt, entweder wir streben direkt hier unten hoch, also wenn sich das Kleine hier weiter nach oben bildet, ich mache mal kurz den Lower Timeframe rein, da sehen wir es schon hier an dieser Stelle, also hier Bewegung ging nach oben, hier die Gegenbewegung, wenn wir dann untergeordneten Aufwärtstrend bekommen, einen kleinen, dann hätten wir schon erste Anzeichen, dass der Markt wieder hoch will und da oben kommt es jetzt wirklich dann drauf an. Läuft es nach oben oder nicht? Und wenn nicht, dann möglicherweise doch noch eine dritte Kontraktion. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Wichtig an dieser Stelle wäre halt, dass die Unterseite hält hier, diese Aufwärtstrendlinie, die ich hier mal skizziert habe, so in etwa ranzulegen. Da sollte der Markt nicht runterbrechen. Das heißt, dieser Aufwärtstrend, der hier schon da ist, der sollte weiter Bestand haben. Ansonsten, wie schon gesagt, wenn es unten drunter durchbricht, Anlaufpunkte auf der Unterseite im kurzfristigen Bereich haben wir auch da. Das wäre dann einmal hier das Level von 73,95 beziehungsweise hier unten dieses aktuelle Zwischentief um die Marke von 72,50 mit Blick in das Währungspaar Austral-Dollar, japanischer Yen. Und dann schauen wir jetzt noch in das Währungspaar Euro-Austral-Dollar und dann kommen wir noch zum britischen Pfund US-Dollar. So, also wie schon gesagt, Facebook zeigt mir heute wieder keine Kommentare an. Für alle die das noch nicht mitbekommen haben, wer einen Wunschmarkt hat und auf Facebook mit mir befreundet ist, nutzt bitte hier ausnahmsweise mal die private Message-Funktion. Das sehe ich dann an dieser Stelle. Ansonsten, seit gestern haben wir hier, da bin ich gesperrt, Kommentare anzeigen zu lassen in den Streamings hier. Von der Seite her, ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich verbreite ich zu viele Fake News, keine Ahnung. Aber es ist, wie es ist. Ich kann das leider nicht ändern. So, wir gehen jetzt rein in Euro-Austral-Dollar. Auch hier der Blick in einen interessanten Chartverlauf. Interessant wird der ein oder andere sagen, na, wir haben ja hier eine langweilige Seitwärtsphase. So interessant ist das nicht. Ja, ihr habt recht. Es ist eine Seitwärtsphase. Aber die Verortung ist interessant. Die Verortung zeigt uns nämlich an, wir stehen hier mal wieder auf der Oberseite und das hat ja immer so einen Charme. Nummer 1, das Thema In-Range Trading. Bis jetzt sind wir oben immer angestoßen und nach unten abgeprallt. Das wäre das eine. Das zweite allerdings, auch sehr charmant, nach oben hin auszubrechen und die Long-Seite zu spielen. Und wenn wir uns das mal ganz kurz auf der Woche anschauen wollen, von wo wir hier unten rauskommen, ist das nämlich ein relativ interessantes Kurslevel, weil die Marke hier unten bei 1,608 hat hier drüben schon einiges an Erfahrung gesammelt und war ein guter Bodenbildungsbereich. Und wenn wir uns das mal hier drüben anschauen wollen, da gab es schon mal eine ähnliche Range. Witzigerweise in genau dem gleichen Kursbereich. Ne? Oben Deckel 1,654, unten Boden 1,608. Das sind historische Daten, die sind da. Möglicherweise spielt es der Markt mal wieder. Das heißt, dieses Range, In-Range-Trading kann sich durchaus noch eine Weile fortsetzen und wir sehen es hier aus der Historie, wir haben schon immer mal die Chance, die Unterseite wieder anzulaufen. Wenn wir tatsächlich auf die Unterseite rauflaufen, das kann ich jetzt gut und gerne auch mal hier im Wochenchart besprechen, wir sehen das Ganze ja auch, der Median, so ganz grob in etwa hier, dieser Mittelbereich, ich habe es hier mal skizziert mit 1,634, ist natürlich nicht die Mitte, aber das ist das, was Marktbeachtung gefunden hat, das gucken wir uns gleich an, wäre natürlich mal interessant. Und wenn wir uns mal die Wochenkerze anschauen, dann schaut die aktuell schon so aus, dass der Markt nach unten durchbrechen könnte, weil wir oben wieder abverkauft hat. Aber wir haben natürlich die Chance auch zur Oberseite. Und wenn der Markt tatsächlich die Oberseite rausnimmt, ich gehe jetzt nochmal in den Wochenchart, dann können wir gut und gerne mal die oberen Bereiche hier anlaufen, die Zwischenhochs, die wir hier stehen haben. Bei 1,677, hier oben um die 1,69 beziehungsweise hier die 1,7195, also knapp die 1,72. Das sind mittelfristige Marker, die wir durchaus da haben und zum Bruch nach oben hin hat ja in der Regel auch, wenn er nachhaltig ist, die Eigenschaft, dass er mehrere weitere Folgekäufe hinter sich zieht.
Und das ist der Charme, wenn es tatsächlich drüber geht. Der Bruch nach unten, wie schon gesagt, da spielt dieser Drehbereich hier um die 1,63,4 eine große Rolle. Jetzt mit Blick in den Tageschart seht ihr hier an dieser Stelle, was ich meine. Guckt euch mal diese Kerzen hier an. Da sieht man, die drehen immer wieder um diesen Bereich herum. Und das ist ein wichtiges Auffanglevel. Dieses Auffanglevel sehen wir übrigens auch, wenn wir uns das Ganze mal im 4-Stunden-Chart anschauen. Da sehen wir es ganz gut. Und was wir hier an dieser Stelle halt auch sehen, ist hier dieser Aufwärtstrend, der nach oben da ist. Und jetzt ist halt das, wo ich immer so ein bisschen mit Argusaugen hinschaue, gerade für das kurzfristige Trading. Ja, im langfristigen Trading ist das alles ein bisschen anders. Da kann man die Sache viel entspannter sehen. Aber diejenigen, die hier im Kurzfristbereich sozusagen unterwegs sind, schaut bitte, vergesst eins nicht. Kurzfristig ist kurzfristig. Heißt also, da wird ja auch das Risikomanagement drauf aufgelegt. Und da müssen wir einfach konstatieren, dass der Aufwärtstrend momentan so ausschaut. Ja, das ist hier der kleine Aufwärtstrend. Hier die Bewegung, da kann man auch nochmal extra trenden. Aber das ist mal der Trend, der sich hier unten an der Unterseite gebildet hat, der Range, und den Kurswert zur Oberseite gebracht hat. Und wenn es jetzt tatsächlich dazu kommt, dass der Markt hier unten drunter unter dieses Level läuft, hier, das ist ja der Bereich des Trendtiefs momentan. Und wenn wir da drunter schieben, dann wäre das erstmal tatsächlich das Szenario, dass der Markt nach unten trenden möchte und wir tatsächlich hier eine klassische Abprallsituation sehen. Ne? Ähnlich wie wir es hier drüben gesehen haben, schaut mal, da ging es nach unten. Da ging es nach oben und dann ging es erstmal wieder richtig runter zum Median. Das ist ein Szenario, das ist hier an dieser Stelle im Kurzfristbereich nicht von der Hand zu weisen. Das haben wir da. Da wäre es jetzt halt wirklich wichtig, dass wir nicht in Trendbruch gehen, sondern direkt die Stärke reinbekommen und den Markt nach oben. Denn das wäre ein absolut dynamisches Zeichen, dass der Markt wirklich hier an dieser Stelle nach oben möchte. Und damit gehe ich nochmal eben auf den Wunschmarkt ein. Das heißt, an dieser Stelle schauen wir auf den britischen Pfund, US-Dollar. Also hier das Cable. Das habe ich gestern im Nachgang besprochen. Cable ist hochinteressant. Cable ist aufwärts gerichtet momentan. Wir sehen hier mal den Tageschart im Cable und im Tageschart vom Cable sehen wir momentan die korrektive Phase auf einem hohen Niveau. Wir hatten gestern Morgen darüber gesprochen, dass diese Umkehrkerze, wartet mal, ich habe den Trend hier, glaube ich, mit der Hand eingezeichnet. Nee, das ist ein Fehler noch im Programm, den muss ich mal den Dirk melden. Was wir hier an dieser Stelle haben, wartet mal, wenn ich das rausnehme und wieder reinlege, nee, der will das nicht, der Chart hängt immer so ein bisschen. Also, nichtsdestotrotz, schaut es euch an, das war die Verkaufskerze hier oben, die wurde gestern bestätigt, aber direkt wieder aufgekauft. Das heißt, britisches Pfund, US-Dollar hängt momentan auf einem relativ hohen Level. Das kann ein bisschen unter Umständen mit der kommenden Marktlage zu tun haben. Das heißt an dieser Stelle eventuell damit zu tun haben, dass der Markt auf die Arbeitsmarktdaten wartet. Na, wir bekommen ja morgen die Arbeitsmarktdaten in den USA, ADP, und am Freitag gibt es dann die Non-Farm Payrolls und diese Daten kommen und möglicherweise wartet der Markt darauf, ich weiß es nicht. Aber was wir hier auf der Oberseite sehen, und das ist das Interessante, dieser schöne dynamische Move nach oben wird momentan gut oben gehalten, hat aber etwas korrigiert und das ist interessant und das schauen wir uns jetzt mal kurz in der Stunde hier an dieser Stelle ein oder beziehungsweise an, weil wir sehen es hier in der Stunde, schaut euch mal, das ist der Trend nach oben hin, der lief noch ein Stückchen höher bis hier und jetzt haben wir sozusagen hier als Gegenbewegung den korrektiven Trend am Laufen. Und da wäre es jetzt wirklich interessant, was passiert hier oben? Wir haben hier diese leichte Range oben laufen, bricht er nach oben aus und nimmt dieses Level hier oben weg, hätten wir dann nämlich jetzt schon dort oben das Long-Umkehrsignal und dann hätten wir die Chance, tatsächlich direkt wieder hochzulaufen. Und was dann interessant wird, ist ganz klar, hier oben dieser Widerstandsbereich um die Marke von hier oben, haben wir es ganz grob gesehen, ungefähr 1,32. Das ist ein wichtiger Bereich. Wenn der tatsächlich rausgenommen wird, das wäre ein sehr, sehr starkes Zeichen. Und dann können wir darauf setzen, dass der Markt die nächsthöheren Level anlegt. Und die zeige ich hier an dieser Stelle mal ganz kurz. Also was wir hier dort haben, hier im Tageschart, wäre mal das Zwischenhoch hier um die 1,32,8 und hier die 1,35,16 in etwa. Ganz grob. Das sind die Sachen, die wir hier an dieser Stelle sehen. Das ist der Blick in das Währungspaar britischer Pfund US-Dollar. Und dann schauen wir jetzt nochmal kurz auf den Chart vom DAX. Und wir sehen es, der DAX ist getrieben. Er bricht gerade jetzt auch auf. Wir haben ja in 5 Minuten hier den Wechsel
Den Wechsel, sage ich schon, ja doch, der Wechsel von vierbörsig zur Hauptbörse, aber die Handelseröffnung sozusagen. Und schaut lustigerweise hier, was passiert heute Morgen live in unserer Sendung. Der Markt bricht aus dieser korrektiven Phase aus. Seitwärtsrange, leicht aufwärtstrendend, wie auch immer man es sehen will. Hier oben war der Deckel drauf. Wir gehen jetzt hoch Richtung 12.780 Zähler. Das ist dieses Widerstandslevel, was wir oben an dieser Stelle haben. Das ist die Chance, die wir jetzt hier durchaus haben. Dieser Verkaufsbereich hier um die 12.780 ist jetzt erst einmal das nächste Ziel. Das kann man noch ein bisschen drunter ziehen hier, der Verkaufsbereich etwas tiefer bei 12.700 und knapp 50 Zähler. Also da ist der Anlaufpunkt da und das ist das, was der Markt jetzt hier zur Handelseröffnung mit reinnimmt. Das bleibt spannend und da wird es wirklich interessant. Finden sich hier Käufer, haben wir echt gute Karten, nach einem Zuwachs von 2,7% von gestern die nächsten Werte nach oben anzulaufen. Und wenn das tatsächlich nach oben hinwegfliegt, hier oben nächster Anlaufbereich im Tageschart, mal knapp die Punktemarke 12.900. Megamäßig. Das ist ein richtig klasse bullisches Setup. Und wie schon gesagt, wenn wir hier in diesem alten Bereich da oben tatsächlich Kauforders reinbekommen, das war mal eine Unterstützung, ist jetzt ein Widerstand. Deswegen mache ich es mal kurz rot. Wenn der tatsächlich rausgenommen wird und wir hier nach oben hin durchlaufen, ist das mega bullisch. Und das ist dann das, was im Endeffekt die HOS weiter nach oben treibt, die Hoffnung auf den Impfstoff, gute Wirtschaftsdaten, gute Liquiditätsgestaltung durch die Zentralbanken, das alles treibt die Kurse und natürlich das Niedrigzinsniveau. All die Sachen brauchen wir. Das ist eine gute Mischung für einen Bullenmarkt, auch wenn die Wirtschaft da noch nicht mitzieht. Der Markt nimmt sozusagen die wirtschaftliche Entwicklung ja immer so ein bisschen voraus. Das ist interessant zu sehen und das ist das, was der Markt hier spielt. Und auch das Währungspaar Euro-US-Dollar läuft da momentan auch wieder sehr, sehr schön mit. Auch den haben wir hier ja besprochen. Schaut's, gestern gab es die Umkehrkerze, kurz den Bereich hier unten getestet und dann wieder zack, ab nach oben. Wenn die Umkehrkerze von gestern bestätigt wird, dann haben wir hier auf Stundenbasis dann wieder einen Aufwärtstrend, der nach oben läuft und das ist dann echt hochinteressant. Und zwar schaut es euch mal an, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich meine in diesem Bereich hier. Das war sozusagen der korrektive Abwärtstrend, ich skizziere das nur mal. Und wenn wir das entsprechend wieder raufkriegen, hier schaut euch das mal an, der Markt schwingt hier im Kleinen schon nach oben. Wenn wir dieses Level hier drüben rausnehmen und nach oben gehen, dann haben wir echt gute Chancen, den Markt nach oben wieder Richtung 1,19 zu sehen. Das ist hochinteressant. Von der Seite her wünsche ich uns allen einen hervorragenden Trading-Tag. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, dass die Kommentarfunktion in Facebook irgendwann mal wieder funktioniert und sage ja, tschüss, bis morgen. Bye, bye, tschüss.